What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying bird, this weeping shore? To the world, look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the people dead from war? And did you ever stop to notice in this crowd? Vorstellen. Ich bin Lisi, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Georgien. Wow. Hi. Ich liebe. Ja, momentan wohne ich in Heidelberg. Ich bin in Deutschland wegen des Studiums umgezogen. Super, was studierst du? Momentan bin ich im Studienkolleg, aber später möchte ich Musikwissenschaften studieren, auf okay. jeden Fall. Ja. Du wirst mit der Stimme nicht viel Zeit zum Studieren haben. Ist das deine große Leidenschaft, die Musik? Ja, seit vielen, vielen Jahren, seit von Kindheit an, glaube ich. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt hier bin. Dafür habe ich wirklich lange geträumt. Und vielen Dank. Danke. So eine Kontrolle zu haben bei diesem Titel, bei diesem Song und den so sehr zu deinem eigenen Song zu machen, das ist fast unmöglich. Jeder kennt diesen Song und jeder hat den schon mal mitgesungen, irgendwo schon mal gehört. Und den so sehr zu deinem eigenen Song zu machen, ich habe das noch nie gehört, dass das jemand so gut hinbekommen hat wie du. Danke, vielen, vielen Dank. Danke. Ich muss sagen, es war viel zu gut, dass wir uns nicht umdrehen konnten. Ja? Aber ich finde, es gibt ein paar Sachen, wo wir gerne mit dir dran arbeiten würden, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, da waren sehr viele verschiedene Einflüsse auch. Also ein paar Sachen, wo ich dachte, die waren mir dann zu verspielt und zu verbaut ein bisschen. Wo ich dachte, wenn du diese klareren Töne öfter durchgezogen hättest, hätte es mir fast noch besser gefallen. Also da waren viele Stile für mich so ein bisschen noch vermischt. Da würde was ich hörst gerne du, was machst du gern für Musik? Eigentlich weiß ich noch nicht so genau. Also hast du bestimmte Genres, die du gern hörst oder singst? In den letzten Zeiten habe ich angefangen, Rock zu singen. Okay, ah, cool. Ja. Kennen wir uns mit aus? Vorher habe ich wirklich verschiedene Genres versucht. Ich suche noch etwas. Also ich suche immer etwas Neues. Ja? Und deshalb bin ich... Weil ich habe das Gefühl, wir können daran dann arbeiten, wenn wir das finden so ein bisschen. Das, was dir wirklich liegt und Spaß macht und gefällt, dass wir da so ein bisschen so eine Linie dann reinbekommen. Also das würden wir mit dir bei uns im Team, glaube ich, super machen. Du hast hier einen Produzenten und einen Sänger. Und wir würden da gern mit dir dran arbeiten, diesen Weg zu finden. Lisi, schau mal. Ich weiß nicht, welche Töne Tom und Bill nicht gehört haben. Wir zeigen es denen aber noch mal. Okay. Hi. Ah, schön, dich zu sehen. Wir machen den einmal zusammen, okay? Yes.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood I've shed before? Did you ever start to notice this crying earth as we've been shown? To the world, look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? You ever stop to notice all the people that from war? Did you ever stop to notice this crying earth that we've been shown? Hut ab! Wow! Danke. Danke. Das war so schön. Darf ich dich fragen, warum du dir diesen Song ausgesucht hast? Du kommst aus Georgien, du hast diese wunderschönen Farben an. Das Lied geht um so ein Thema, das wirklich heute sehr aktuell ist, denn wir heute haben noch einen Krieg in der Welt. Ich komme aus Georgien, mein Land hat auch Krieg erlebt, mehrmals würde ich sagen. Und deshalb war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich das singen könnte, damit ich das sagen könnte, was ich wirklich denke und was ich wirklich zeigen möchte. Ich liebe deine Einstellung. Danke. Nesi, gib mir die Möglichkeit, deine schöne Seele und eine wundervolle Stimme zu nehmen und die hier bei The Voice of Germany zu begleiten. Das wäre mir eine große Freude. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Weißt du, wir lieben es, wie du das gerade erklärt hast, wie du den Song gerade mit Mo gesungen hast. So viel Emotionen, weißt du? Und ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, aber man nennt uns auch Team Emotionen. Aber die Entscheidung liegt ganz bei dir. Wir wollen es lieben, mit dir zu arbeiten. Und ich finde, wir finden, du bist wirklich ganz, ganz toll. Danke. Wirklich sehr viel darüber nachgedacht, also wie es weitergehen könnte. So viele Szenarien in meinem Kopf. Ich habe alles vergessen. Entscheiden time. Let's do this. Come on. Ich gehe zu... Ich gehe zu Giovanni. Yeah! Oh mein Gott. Ich hab's gewusst. War der Auftritt. War der Auftritt. Alles Gute. Was du gesagt hast, ist so schön. Mit 19 sowas zu sagen.